Come Bad Boy! Oh shit, what up? Ganz genau, ich hatte über ein Jahr Zeit, mir den Anfang für mein nächstes Video zu überlegen und das ist dabei rausgekommen. Hallo Leute! Ich habe keine Ahnung, was in diesem Video passieren wird, aber ich bin irgendwie wohl wieder da. Vielleicht. Und das war mein Handy. Das hier wird jetzt nicht die mega Ankündigung, dass ich ab jetzt jeden Tag für meine geilste Community auf YouTube Videos mache, sondern ich werde einfach mal gucken, wie es läuft. Ich versuche auf jeden Fall häufiger als die letzte Zeit, das heißt einmal ein Video im Jahr, ein Video rauszubringen und dann sehen wir mal, wie das Ganze läuft. Ich habe auf jeden Fall einiges nachzuholen, was ich in diesem Jahr verpasst habe, quasi auf YouTube, beziehungsweise wozu ich mich in diesem Jahr nicht geäußert habe. Unter anderem hätten wir da ja zum Beispiel... Ich glaube, es gab gar nicht so krasse Sachen in diesem Jahr. Vielleicht auch doch, vielleicht habe ich sie einfach nur wieder vergessen. Aber ich habe zumindest eine Sache mitbekommen, ja, dass ich die letzten 12 Monate, 13, 12,5 Monate keine Videos gemacht habe, war natürlich nur ein soziales Experiment. Ja, das hier war der Joke, den ich hätte bringen können, hätte ich ihn rechtzeitig gemacht. Mittlerweile ist er ziemlich ausgelutscht und daher auch nicht mehr lustig. Schade, Chance vertan, ich schließe meinen Kanal, tschüss. Vielleicht auch nicht. Irgendwie merke ich gerade selbst, so beim Sprechen, dass ich mich relativ gelangweilt anhöre oder kommt das nur mir so vor? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall keine Absicht und ich muss so ein bisschen wieder in das Game reinkommen. Wie gesagt, ich habe das echt schon super lange nicht gemacht und das ist mal wieder mega awkward, mit der Kamera hier zu sprechen und dahinter ist niemand außer mein ausgeschalteter Computer. Daher habt ein bisschen Nachsicht mit mir, weil... Wie gesagt, mein Motor ist noch kalt, der muss ein bisschen warm laufen. Und um mal in der Metapher zu bleiben, ich weiß noch nicht ganz genau, wohin wir mit diesem Motor dann am Ende fahren werden. Ich weiß nur, dass ich noch ungeschnittenes Material auf dem PC haben sollte, wenn es nicht verschollen ist, beziehungsweise es ist schon auf dieser Speicherkarte. Das wollte ich gerne noch zusammenschneiden und die Zwischenstücke mit Videos ausfüllen. Da sind jetzt zwar schon bestimmt 14 Monate zwischen, aber hey, es war viel Aufwand für mich. Darum werde ich das Video noch zu Ende machen. Und dann weiß ich gar nicht so richtig, was mache ich jetzt? Wo bin ich? Es ist wie in diesem einen Film, den habe ich zum Beispiel innerhalb des letzten Jahres geschaut, die Verurteilten. Ja, da gab es einen Opa, der war super lange im Gefängnis und dann kommt er irgendwann raus, weil seine Freiheitsstrafe von, was weiß ich, 80 Millionen Jahren abgelaufen ist. Und dann kommt er raus und auf einmal gibt es überall Autos und er kennt die gar nicht. Der hat vielleicht ein Automobil mal gesehen und dann kommt er nicht klar und dann bringt er sich um. Ich hoffe mal, dass das bei mir nicht der Fall sein wird, dass ich mich alleine umbringen muss, weil ich nicht mit YouTube zurechtkomme. Geschaut habe ich es ja noch, aber ich weiß, wie gesagt, zum dritten Mal, ich glaube schon in diesem Video, noch nicht so richtig, wohin es geht. Vielleicht mache ich einfach so weiter wie bisher. Ich denke, das ist die wahrscheinlichste Alternative. Ich muss nur nochmal herausfinden, was ich bisher gemacht habe und gucken, wie das Ganze nochmal ging. An dieser Stelle möchte ich euch die Möglichkeit lassen, mir Fragen, falls ihr irgendwelche habt, in die Kommentare zu schreiben. Die werde ich dann in einem der folgenden Videos, sollte denn eins kommen, beantworten. Und ich selbst habe natürlich auch noch die eine oder andere Idee schon gesammelt. Ich meine, ich war ja jetzt relativ lange Zeit Videoproduzent, hatte eine relativ lange kreative Pause, ja, wenn wir das so nennen wollen, dann ist das gar nicht so schlimm, dass ich ein Jahr kein Video gemacht habe. Und in dieser Zeit, wie gesagt, habe ich ein paar Ideen gesammelt, die würde ich gerne umsetzen. Am liebsten hätte ich hier so einen kleinen Ex-YouTuber, der mittlerweile auch keine Videos mehr macht, zumindest nicht aktiv. Und der sollte gerne hier irgendwo in der Gegend wohnen, ja. Von mir aus auch in meiner Nachbarschaft. Ich spreche natürlich von dem einzigartigen Dr. Nemo Yakuda TV Pascal, der schon mal bei mir in den Videos mitgewirkt hat. Und wenn er hier wäre, hätte ich extrem viel Bock. Also falls du das hier siehst, du kannst gerne hier in meine Gegend umziehen und dann machen wir ein paar tolle Videos. Ich habe schon mindestens 3 Ideen, die ich aber alleine nicht machen werde, weil das qualitativ so ungefähr aussehen wird wie... Eine Sekunde. Und das ist nicht unbedingt das, was ich auf meinem Kanal haben will. Von daher wird diese Idee, diese Ideen, die ich habe, die ein bisschen Professionalität brauchen, die ich nicht besitze, auf ungewisse Zeit verschoben. Jetzt habe ich euch drauf heiß gemacht, aber es wird nicht passieren. Erstmal bleibt dran, abonniert, um keine tollen Videos zu verpassen. Auf jeden Fall möchte ich noch die Musik, die ich bei Audio Network gefunden habe, also
Audio Network ist die Musikseite, wo ich mir die Musik runterziehe und dann in meine Videos einbaue, wie vielleicht das, was ihr im Hintergrund hören solltet. Falls ich das von der Lautstärkeregelung gescheit hinbekomme. Und da gibt es eben ein oder andere coole Stücke, die ich gerne auch in meine Videos einbringen würde. Die sind dann schon so ein bisschen epischer. Da würde dann auch eine interessantere Szene als das mit dem hier zusammenpassen. Von daher weiß ich auch noch nicht, wie ich das umsetzen will, aber das ist auf jeden Fall im Moment mein Ziel. Ich weiß noch nicht, wie ich das erreichen werde. Das heißt, da muss ich noch schauen, wie ich die einzelnen Schritte bis dahin plane. Und wenn das geschafft ist, dann setze ich mich zur Ruhe. Aber bis dahin werdet ihr noch irgendwie irgendwelche Videos von mir ertragen müssen. Es sei denn, ihr haut ab. Das ist natürlich auch kein Problem. Und ich glaube, an dieser Stelle werde ich auch so langsam Feierabend machen, denn so langsam habe ich auch nichts mehr zu sagen. Das hier sollte auch nur ein kleines Lebenszeichen werden, dass es mich immer noch gibt, dass es mir gut geht. Ja, ich kann immer noch hüpfen, ich kann immer noch meine Arme bewegen und ich habe eine Mütze auf, die ich seit Ewigkeiten nicht auf hatte, weil das mache ich halt nicht außerhalb von Videos. Und das ist hiermit, glaube ich, erledigt. Wir werden uns vielleicht beim nächsten Mal innerhalb von keine Ahnung wie vielen Tagen sehen. Ich freue mich drauf, glaube ich. Mal gucken, wie das hier nach dem Schnitt aussieht. Vielleicht habe ich da keinen Bock mehr und das Video wird niemals hochgeladen. Falls doch, wie gesagt, freue ich mich. Wir sehen uns. Ich muss das Sprechen wirklich nochmal lernen. Wir sehen uns dann, Leute. Macht's gut und ciao.